Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Giga The Show, jetzt um 22 Uhr. Ich bin extrem gut gelaunt und freue mich auf Ubisoft News von Nils. Wieso? Ach ja, Ubisoft, natürlich. Nein, die stellen wir später an. Die kommt gleich noch dreimal. Was wir jetzt machen, ist Folgendes. Wenn wir von euch eine News vorlesen, dann kann man sagen, wir machen Fernsehen mit User-Generated Content. Nichts anderes ist das, was zum Beispiel EA macht, die einen Editor auf den Markt schmeißen und dann euch dazu einladen, Kreaturen zu basteln, die dann bei denen im Spiel und auch bei euch quasi auftauchen und die Landstriche bevölkern. Also, User-Generated Content heute eins von zwei Top-Themen bei uns. Und wir hatten einen weiteren interessanten Gesprächspartner, das Interview. Wir haben vor dieser Sendung aufgezeichnet. Bei uns zum Thema jetzt Dr. Mirko Kaspar, Mitbegründer und CMO von Metaversum GmbH. Das sind die Entwickler von Twinity, einem ähnlichen Projekt wie Second Life, bei dem zum Beispiel Berlin in 3D nachgebaut wird und mit euch zum Beispiel bevölkert wird. Und an ihn gleich mal die Frage erstmal. Schönen guten Abend, Mirko. Ja, hallo. Schönen guten Abend zurück. Hallo. An dich gleich mal die Frage, User-Generated Content, ist das die kommende Nummer in der Games-Branche? Ist es das Pferd, auf was man setzen sollte? Naja, also es gibt ja die Möglichkeit des Customizations oder der Individualisierung beispielsweise von Avataren oder von Autos oder vielleicht auch Puzzles oder sowas, das gibt es ja schon länger. Mhm. Aber jetzt habe ich halt durch die Online-Spiele und die Vernetzung in einer gemeinsamen Welt habe ich jetzt die Möglichkeit, ganz anders noch auf so eine Welt einzuwirken als Nutzer. Und es gibt mir eine ganz andere Möglichkeit, mich selbst darzustellen und die Welt mitzugestalten. Und das ist offensichtlich was, was Nutzer auf jeden Fall wollen. Und ich glaube, der Trend ist so nicht mehr wegzudenken. Was umfasst denn eigentlich alles diesen Begriff User-Generated Content? Du sagst gerade, seinen eigenen Avatar erstellen, das kennt man schon lange von Rollenspielen, auch offline, dass man seinen eigenen Charakter kreiert. Aber wie weit geht das eigentlich? Inwiefern können Spieler durch User-Generated Content denn Entwicklern zum Beispiel auch Arbeit abnehmen? Ja, das ist tatsächlich, gibt es da zwei Arten. Das eine ist eben dieses Customization oder Individualisieren, was eigentlich im Rahmen der von den Entwicklern konzipierten Spielumgebung stattfindet. Das heißt, es gibt die eine Art, wo der Entwickler eben sagt, okay, im Rahmen des Spieles gebe ich eben bestimmte Möglichkeiten, mich zu verhalten und mich auch selbst zu verwirklichen und auch Content zu verändern. Mhm. Und das gab es schon immer, das wird es auch immer geben und da werden sich die Möglichkeiten erweitern. Was jetzt nochmal dazu kommt, ist, dass ich sozusagen teilweise Plattformen so weit gehen, dass sie sagen, ich öffne komplett auch mein Spielkonzept oder meinen Spielrahmen. Am weitesten ist da sicherlich Second Life gegangen, die gar nicht mal mehr als Spiel zu bezeichnen sind, eine komplett offene Plattform haben, komplett User generiert. Aber ich denke, da ist sozusagen das letzte Wort noch nicht gesprochen, ob man in welcher Dimension man wirklich ein klassisches Spiel mit Level Design tatsächlich komplett öffnen kann, oder inwieweit man dann doch als Entwickler dann noch ein bisschen Kontrolle behält, um so ein bisschen die Nutzerführung noch in der Hand zu haben. Also es ist ganz schwer zu sagen, wie sich das entwickeln wird, aber auf jeden Fall zeigt das komplette Spektrum schon mal auf. Vom einfachen Individualisieren bis hin zu einer kompletten Offenheit, wo Nutzer nicht nur Levels mitgestalten, sondern tatsächlich wirklich komplett eigenen Content. Man sieht es jetzt ja bei Sport zum Beispiel, das war gigantisch, die haben den Editor released, bevor das Spiel veröffentlicht wurde und da haben die Leute von Gebrauch gemacht, haben 100.000-fach Kreaturen erstellt, die dann letztendlich ja das Spiel Spore bevölkern. Anders gefragt, kann man überhaupt in Zukunft ohne User-Generated Content überhaupt noch mithalten mit Spielen wie Spore, die über diese schiere Masse von Kreaturen zum Beispiel verfügen? Also ich glaube, es wird schwer, wenn man nicht ein gewisses Maß an Individualisierungs- und Customization-Möglichkeiten für den Nutzer gibt, wird es einfach schwer. Weil das ist einfach der Drang, sich selbst zu verwirklichen und die Welt mitzugestalten, der ist so groß, dass ich glaube, man kann nicht mehr drauf verzichten. Aber selbst bei Spore ist es ja so, dass es sozusagen ja diese Individualisierung in das Game eingebaut worden ist und das sozusagen ja quasi Teil des Spielzwecks ist. Ja? Die Frage ist halt, wann jemand tatsächlich sozusagen ein komplettes Spiel Open Source setzt und sagt, pass auf, entwickelt es einfach mal komplett selbst weiter. Ja? Da muss man mal schauen, ob das passiert. Aber ich glaube, dass man Individualisierungs- und Customization-Elemente im Kern des Spiels verankert, daran wird es kaum noch einen Weg dran vorbeigeben. Also so ein bisschen Wikipedia quasi auf Spiele übertragen. Nun gibt es ein Projekt von David Perry, den kennt man von Earthworm Jim oder auch von MDK. Der hat quasi in einem Forum dazu aufgerufen, dass die Leute, die sich in diesem Forum anmelden,
ein Spiel mitgestalten, mit Design. Da haben tausende Leute mitgemacht und er hat quasi sozusagen als Hauptpreis für denjenigen, der sich da am meisten engagiert und den meisten Output kreiert, quasi, der kriegt eine Chefdesignerstelle in seiner Firma. Und das Ganze soll jetzt also ein Online-Racer werden. Was hältst du von solchen Projekten? Glaubst du, dass es realistisch ist, dass irgendwie in Zukunft Spiele viel häufiger auf so eine kommunistische Art und Weise irgendwie kreiert werden? Ja, so ein bisschen, das ist ja dieses Stichwort, wie du schon selbst gesagt hast, Wikipedia oder Crowdsourcing. Also ich glaube, es komplett in die Hand zu geben einer Masse wird sehr, sehr schwierig. Was man dann vielleicht machen kann, und das ist ja so ein bisschen der Ansatz eben, dass man dann gegebenenfalls jemand findet, den man sonst auch eingestellt hätte, der dann quasi die kreative Leistung aber federführend mit übernimmt. Was schwierig wird, weil so ein ist ja ein genuiner Akt, ein kreativer Akt wirklich, der aus einem inspirierten Geist sozusagen entspringt von einem Entwickler und einem Konzepter. Und das sozusagen auf viele Köpfe zu verteilen, das wird, glaube ich, schwierig. Es wird immer ein paar Leute geben, die das Talent dazu haben, tolle Spieleideen zu entwickeln und die zu konzeptionieren. Da dann den Nutzer mit einzubeziehen, ist, glaube ich, sinnvoll. Aber komplett sozusagen den kreativen Akt, den Nutzern komplett zu überlassen, ich glaube, das wird sozusagen nur in der ganz kleinen Anzahl von Fällen tatsächlich gelingen. Mhm.